Es wird Zeit für Kapitel 2 hier bei Paper Mario The Thousand Year Door. Um dahin zu kommen, müssen wir einmal hier in diese Röhre hinein im Untergrund von Rohlingen. Und dann sehen wir schon da unten. Haut uns eine Maus ab. Das geht echt gar nicht. Warte mal, jetzt wo wir die Fähigkeit haben, können wir irgendwo noch lang? Wir können hier lang. Warte mal, vielleicht ist hier noch irgendein Orden oder so? Exakt diesen Raum hatten wir schon mal im Paper Mario 64. Und da war die Lösung, mit Lady Boo abzuwarten. Hast du je eins der kleinen Wesen aus dem Wunderwald gesehen? Das ist gerade langgelaufen. Zuweilen kommen sie wohl sogar in die Stadt. Okay, in der Stadt habe ich aber das noch nicht gesehen, das Vieh. Okay, jetzt ist hier nach unten gegangen. Vermutlich. Ja, da ist es. Genau, und dieses kleine Loch da. Mario, da war gerade eines von diesen Wesen, über die der Professor gesprochen hat, weißt du? Mhm. Ich bin aufgeklärt. Also los, folgen dem Ding. Kumbrina darf nicht mit. War gerade hinter dem Gitter. Ja. Hier ist noch ein Loch. Müssen wir vielleicht mit Cooper jetzt, mit Kupio das Vieh fangen? Ich weiß es nicht. Nö, nee, warum denn? Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Doch, das schon. Wo ist die Story für diesen Tierquäler? Mario, was sollte denn das? Sei doch nicht albern. Ja, okay, sorry. Hab keine Angst, wir tun dir nichts. Aber wirklich? Puh, da bin ich erleichtert. Da gab's doch alles im Wunderwald, oder? Was machst du denn hier? Was? Warum weißt du, wo ich herkomme? Bestimmt gehört ihr zu diesen Krusionen und habt mich bisher verfolgt. Oh, es ist aus mit mir. Krusionen? Was ist denn das? Wir wollen dir wirklich nichts tun. Also sag uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Krusionen sind in den großen Baum eingefallen, in dem wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hergekommen, um Hilfe zu holen. Mario, vielleicht sind das ja die Typen, die uns durch angegriffen haben. Dann sollen die vielleicht auch noch dem Sternjuwelen. Ja, das macht Sinn. Jetzt, wo du sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber die wussten überhaupt nicht, was sie wollten. Würdet ihr vielleicht diese Frevler bekämpfen? Und wegen dieses, Stellwitz, ich könnte Bubuma bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor diese Typen es bekommen, das ist wirklich dringend, bitte. Oh. Ja, wirklich, ihr kommt also mit. Oh, yes. Na klar, das könnten wir doch nicht einfach mit ansehen. Außerdem müssen wir es ja nur vor diesen Verbrechern finden. Ah, vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens, ich heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu unserem Baum. Folgt mir einfach. Ja, da kann ich nicht rein, du. Hier entlang. Und da oben ist ein Orden, an den ich gerne rankommen würde. Aber ich habe keinen super Jump drauf, um da hochzukommen. Findet sich hier irgendwas? Nee, ist auch nichts. Bleib. Einen Moment noch. Mhm. Oma sagte, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's! Oh. Juhu. Wie sehen diese Gitter aus? Man, aber keine besonderen Sounds. Schade. Hallo. Durch diese Röhre gelangt man in unseren Wunderwald. Na kommt schon, beeilt euch! Okay. Ach, folgst du uns jetzt? Oh, wieso ist er folgt uns jetzt? Hier ist ein Loch. Wenn wir Luigi hätten, können wir es ausgraben. Mano. Eine Brunne weniger für uns. Aber ein neues Kapitel für Mario. Kapitel 2. Der Baum der Bubus. Die süßen kleinen Bubus. Kleinen Buben und Bubeles. Los geht's. Wow. Das sieht schon echt schick aus, dieser Wunderwald. Juhu. Oh. Das ist also der Wunderwald? Wirklich ziemlich wundersam. Und in einem großen Baum hier soll sich das Sternengewehr also befinden? Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir uns schon den großen Baum. Bubuma, die Stammesälteste. Und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Also gehen wir.
Okay. Boah, ich mag diesen Effekt, wenn man hier rüberläuft. Die ganzen Blumen rausgerupft werden. Aha, ich werde ja 2 Minuten an dem Kreis laufen, das sind alle Blumen weg. Nee, meine ich. Kann ich hier durch? So dünn. Nee, okay. War so ein bisschen so aus. Nee, ich mag diesen aus, der sieht schön aus. Die sind doch böse, oder? Na los, an die Arbeit. Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario fängt dann die Karte abjagen, die uns zu den Sternjuwelen führt. Und dann machen wir Mario und seine Kumpanen einfach fertig, oder? Also nach meinen Informationen müsste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und greifst in die Karte. Hä? Barbara, was versuchst du da eigentlich zu verstecken? Ah, das hier, das habe ich gerade an dem Baum da drüben gefunden. Ist dieses Collier nicht wirklich wunderbar? Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Wie die mittlere einfach nur links und rechts guckt. Also wirklich, heb doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, es gibt wichtige Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir die Zeichnung, die uns Crucius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich hab die Zeichnung nicht, wirklich nicht. Die wichtigen Sachen nimmst du doch immer mit. So ein Unsinn, ich habe sie nicht. Du solltest sie nehmen, du Versagerin. Und jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber... hi? Brunhilde? Was willst du denn jetzt schon wieder, Roberta? Was, ein Kerl mit einem Schnauzer? Für so etwas habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ich meine das für später. Und was dich angeht, Barbara, ich kann es wirklich nicht fassen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich hab sie nicht... Schweig, du unfähige Hexe. Es reicht. Wie kannst du es wagen, mir auch noch zu widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Nicht die Kette. Deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, jetzt mir. Oh. Aber Brunhilde, das ist so ungerecht. Hey, was soll denn die Blödsinn hier? Hallo? Was ist so mit dem Zwerg? Verschwinde, du störst, hörst du schlecht? Du. Ja, ich. Das ist so gemein. Lanische Weiber gibt es wirklich überall. Aber dieses hier pickt immer nur auf demselben Opfer rum. Schrecklich, oder? Glaubst du, dass sie dafür einen Grund hat? Boah, keine Ahnung, Mann. Ich will mich da raushalten. Ob sie wohl ein Sandwich-Kind ist? Sie ist ja eher still. Man hat gar keine Ahnung, was in ihrem Kopf so vor sich geht. Sandwich-Kind, weil sie in der Mitte übersteht, okay. Anscheinend ist sie das bevorzugte Opfer der Schikane ihrer Schwester. Ob sie wirklich die Zeichnung verstanden hat? Was war eine Zeichnung überhaupt? Ja, irgendwas mit Mario wahrscheinlich. Wie Mario aussieht. Wie gesagt, ich will mich da lieber nicht einmischen. Wow, was bist du für einer? Leider hat er mich erwischt. Nicht gut. Oh. Nailed it. Okay. Du musst mir sagen, was wir vor uns haben. Die Musik ändert sich immer. Ist ja voll cool. Ich mag das, die Musik immer anders ist. Das ist ein Kirk. Kirk sind fiese, stachelige Steinmonster. 2 KP, 2 Angriff, 2 Verteidigung. Ganz schön harte Burschen. Feuerattacken haben keine Wirkung. Aber andere Items sind wohl recht hilfreich. Wenn aber alles sich hilft, ist Flucht bei diesen Typen wirklich keine Schande. Okay, Fallmove geht nicht, aber wahrscheinlich geht doch bestimmt ein Powerblock. Machen genau 2 Schaden und gehen durch die Rüstung. Blöp. Yes. Selbst der Wind-Sound ist anders, wie cool. Okay. Und warum sind die Piranha-Pflanzen hier grau? Was sind das denn für seltsame Wunderpflanzen? Der Baum hier drin ist halt auch so Style. Richtig cool, das Ganze hier. Okay, dann hau mal aus. Das ist eine Piranha-Pflanze, also eine ganz normale. Okay, warum sieht denn so grau aus? Ist einfach nur die Ästhetik hier? Hat er sich grau gefärbt? Eine fleischfressende Pflanze, die du gut kennst, ne? Ihre Farbe hat sie wohl der Umgebung angepasst. Ein Wunder der Natur. 4 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Wenn du auf diese Pflanze springst, beißen sie zu. Vermeide also Schwungattacken. Ja, das ist mir schon bewusst. Juhu!
2 Schaden, ist okay. Oh, und der Hintergrund fällt auf sie rauf. Sehr schön. Mir gefällt. Aber Gombrina nicht. Ah. Ich habe mich noch gar nicht voll geheilt hier für dieses Kapitel. Eigentlich ja nicht so klug. Aber okay. So, ich glaube, Kupio ist hier generell. Oh, das ist ja auch nicht geheilt. Das ist ein einziger geheilt werden. Okay, macht aber Sinn. Jedenfalls. Jedenfalls sollte ich hier Kupio, glaube ich, mehr draußen haben, weil er ist, glaube ich, hier stärker. In diesem Gebiet. Oh, nee, nicht Sprung, nicht Sprung. Hammer. Nimm den Hammer. Der ist nämlich Hammermann. Oh, zu viel. Hat aber gereicht. Aber leider reicht nicht für einen Level. Da müssen wir ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ja, noch einer von denen. Na komm, hauen wir ab. So. Immer weiter. Schau mal im Hintergrund. Aha. Hier ist also euer Haus. Oh. Da drüben. Der große Baum da. Ach, der. Ja. Der ist schon ziemlich groß. Das ist der Baum, in dem wir Bubus leben. Aber leider nicht nur wir, sondern auch Picatus und Fortunas. Wer? Picasso, was? Also ist Mario. Mir nach. Kann ich einfach rein oder wie? Schau mal, hier ist eine Karte. Hotelgutschein. Also noch einmal kostenlose Übernachtung. Ah, willkommen. Wir kennen uns doch. Was ist denn da? Schrumpfen. Es geht nach Schrumpfen und schwächt ihre Angriffskraft. Okay, hab ich noch nie gesehen. Krass. Ich nehme mal einen Powerblock mit. Ja, klingt ganz gut. Und das, diesen Schrumpfer will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Schäfchen, da laufen halt ganz viele Schafe dran vorbei und dann schlafen die Gegner. Will ich jetzt ehrlich gesagt nicht zeigen. Finde ich ziemlich lame. Ah, danke, ein gutes Geschäft gemacht. Damit kannst du dir nichts mehr passieren. Schau hier vorbei. Werde ich tun, werde ich tun. Okay. Du, du, du. Okay, nach links. Ich muss es immer probieren. Schade, geht nicht. Hätte aber sein können. Ich glaube, wenn ich da runterfalle, verliere ich Leben. Ja, wie ich schon gedacht habe. Ich wollte es gar nicht ausprobieren. Aber okay. So, und hier sind wir im großen Baum der Bubus. Der Security Door? Okay, wie kommt ihr denn dann da rein? Jetzt müssen baden. Juhu! Mare stinkt nach dem ganzen Abenteuer hier. Ist hier was? Die machen ja so einen Kristallsound. Ist ja lustig. Hi, kleiner Bubu. Seht nur, diese Tür, die war hier früher noch nicht. Und sie geht nicht auf. Dabei dachte ich, jetzt können wir sie alle retten. Ich glaube ja, man hilft jetzt nicht. Also, was sollen wir tun? Wo? Also doch da oben. Da war ich gerade. Was gibt's denn hier? Blurb. Also können wir den noch scannen eben? So? Ja. Das ist Bubulio. Ein Bubu. Ein felsiger, ein ehrlicher Junge. Man muss ihn einfach lieb haben und deshalb hilft man ihm auch gerne. Okay. Bubuma hat vor langer Zeit was von einem Geheimnis erzählt, der ins Innere führt. So kommen wir rein. Aber ich soll wenigstens lange nur finden. Was können wir nur tun? Was geheim ist, ist geheim. Wie sollen wir den Eingang denn dann finden? Vor dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Hm, ich hab's! Erona! Madame Erona's Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Wer? Madame Erona ist eine stattliche, betörende Dame, die im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie dieses unsichtbare Ding einfach wegblasen. Madame Eronas Haus liegt ganz tief im Wald. Wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann zu ihr. Okay. Dort also wohnt sie. Ach, dieser Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen, war die beste Idee, die ich je hatte. Achso, das hat jetzt sie gesagt. Die Madame und nicht die Maus. Diese Ruhe, der Frieden. Das ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp. Und überflüssiger Luxus. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie.
Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus, fühle mich viel jünger. Die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Aber bleibe ich noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren. Ach, diese schillernde Welt des Theaters, wie könnte ich sie hier vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei ist und bleibt doch meine Berufung. Okay. Aber vor meinem Comeback sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh! Schockschwere Not! Es ist weg! Verschwunden! Mein... Ihr Make-up? Oder was? Okay, also wir müssen mit dem Geist reden. Der Geisterlady. Sie wird uns helfen. Erst hier so ein Schattengeist, dann hier noch so ein Windgeist. Was sind wir hier, Mann? Kommt in der Geisterwelt. Wir kommen zu Ehre das Haus, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Das war mir schon klar. Also los geht's. Jawohl, wollte ich mit Kupi angreifen? Weiß nicht. Bin mir da nicht sicher. Klar, wir sollen auf jeden Fall hier lang. Aha. Was haben wir denn hier so schönes? Ein Gegner! Und, oh, noch ein neuer Gegner. Also, für dieses Spiel neu. Den kenne ich zwar schon, aber... Den müssen wir auf jeden Fall nochmal scannen. Bam! Oh, jetzt fliegt er nach oben. Nee, das doch nicht. Kollege kann sich nicht entscheiden. Okay, schauen wir mal. Was das hier für eine fiese Wolke ist. Die nicht im Himmel bleiben will. Das ist ein Stratox. Diese Gewitterwolken sind ziemlich gemein. 3 KP zur Angriff, keine Verteidigung. Wenn ein Stratox elektrisch geladen ist, solltest du ihn besser nicht angreifen. Brrrr, wenn du verstehst, was ich meine. Nach dem Aufladen folgen Gewitterattacken. Besiege die Dinger lieber schnell. Verstehe. Mhm. Machen wir den Power Dodge auf den Typen hinter ihm. Jaho! Waha! Yippie! Yeah! Sehr schön, ist er schon mal weg. Ob er jetzt ein paar PP verschwendet hat, egal. Oh oh, er ist aufgeladen. Ich hoffe, der Hammerangriff reicht. Oh, schaut mal. Unser Zauber. Von der hübschen Dame. Plus 3 Schaden. Boah, Alter. 5 Schaden. Schade, dass es jetzt kam und nicht irgendwann, wo wir es wirklich brauchten. Aber es ist halt immer random, wann das kommt. Aber es kommt wohl irgendwie nicht mehr so oft wie früher. Na egal. Level up! So, und weil ich mich über BP beschwert habe, ich brauche dringend mehr BP. Jaho! Ich glaube, KP werde ich gar nicht mehr leveln. Ich bin da ganz ehrlich mit euch. Mit 20 bin ich sehr comfortable. Vor allem alle unsere Teammitglieder haben jetzt 10 Leben. Wenn ich die upgrade 20, das ist schon echt viel. Bin ich gar nicht gewohnt, so viel Leben. Und da passt. Mir passt das. Kann man hier lang? Oh. Oha, wo bin ich denn jetzt? Komm ich denn da hoch? Oh, okay. Ach, ein Schalter. Jahu. Na, ah, jetzt können wir... Da ist eine Sunshine. Eine Shine-Sprite, sorry. Eine Shine-Sprite. Oder auch... Den Siegel der Sonne, nur im Deutschen. Hä? Komm ich irgendwie rein? Achso, ist eine Röhre. Ach, sieht man gar nicht richtig. Verdammt, wie komme ich denn da hin? Kupio? Ja, warte. Tatsache. Krass. Ja, danke, Kupio. So, und jetzt. Geschafft. Nicht einfach das Ganze, ja? Ist nicht einfach. Ein neuer Orden! Erdbeben! Yes, endlich! Erdbeben! Schalt allen Boden- und Deckengegnern! Das ist so ein geiler Orden. Der muss sofort rein. Ich habe kein OP, was kann das? Kann man nicht reinpacken. Power Dots weg. Erdbeben ist wichtiger. Ja. Kampfrausch. Fortuna. Ah, ist nicht so meins. Multisprung ist not bad. Ich tu es mal rein. Warum nicht? Ja, dann tue ich dafür erstmal diesen anderen Jump weg. Der Erdbeben ist ein bisschen wichtiger. Wow, sind die schnell. Junge, Junge. Mamma mia. Nee, ich habe gerade ein Level abgehabt. Brauchen wir nicht heilen.
Denn durch ein Level-Up hält man sie automatisch. Okay. Dann bin ich jetzt tatsächlich mal sehr gespannt. Lol, was? Ich bin einfach nur so lange lang gelaufen. Das war wirklich was. Cool. Ja, bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie diese ganze Sequenz hier abgespielt wird. Weil ich kann mir schon sehr gut vorstellen, was hier jetzt für ein Film gespielt wird. Schauen wir mal. Entschuldigung! Scheint nicht da zu sein. Vielleicht geht's ja gerade im Wald spazieren? Also, vorhin in der Cutscene wirkte das aber so, als wäre sie da. Schauen wir mal genauer. Madame, Irona! Sind Sie zu Hause? Okay, wenn sie nicht da sind, dann hau ich halt einfach ihre Vasen kaputt, ne? Vielleicht sind da Rubine drin. Nehme ich sie mit? Hallo? Verschwindet! Niemand betritt diesen Raum! Sie ist doch da. Madame Irona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich an wie... Das ist doch Bubuli, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich denn was für dich tun? Also, da wäre tatsächlich etwas, was Sie tun könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum ein, der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden und Mario findet seinen Sternjuwel nicht. Ob Sie uns mal helfen können, den geheimen Eingang zu finden? Tatsächlich. Deshalb seid ihr extra hierher gekommen? Ich würde euch ja wirklich gerne helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Was hört ihr denn? Ohne mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Collier würde ich mich niemals vor die Tür wagen. Das ist ja cringe, ey. Meine Schönheit bleibt unvollkommen, wenn ich es nicht trage. Das scheint ja ein ganz kostbares Stück zu sein. Ein Collier? Also, irgendwo war doch gerade die Rede von einem Collier, oder? Habe ich mich da verhört? Ah, wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ich fleiche an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Irona. Mario macht das mit links. Oder, Mario? Ja, okay. Na also, dann lass uns sofort losgehen und das suchen. Oh, danke. Es gibt also doch noch galante Männer. Ja, wir suchen es. Wir wissen eigentlich auch schon, wo es ist. Bei diesen drei Schattenviechern. Genau die da. Das kann doch nicht wahr sein. Brunhilde, er ist bei Schönix und mich, und dann hast du die Zeichnung doch selbst. Ach, sei da still und mach nicht aus jeder Mücke einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Verdammt, das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Das wollte ich doch. Das ist doch... Jedenfalls, Barbara, das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du doch büßen. Wie bitte? Aber du hast doch... Schweig, keine Widerrede mehr. Du bist... Eigentlich wollte ich dir das Collier zurückgeben, aber so nicht. Und jetzt lasst euch gefälligst was einfallen, wie wir diesen Mario finden. Also... Ja. Okay, verstehe. Wo kann man hier runter, Walter? Super. Okay, die haben sich gestritten. Wir müssen auf jeden Fall mit der bösen Oma da reden. Ist wahrscheinlich keine Oma, aber sieht irgendwie so aus. Und hoffentlich gibt sie uns das, was wir wollen. Wir haben doch überall das Arianas Collier gesehen. Das war rum am Anfang des Waldes. Ja, genau. Anfang des Waldes, da müssen wir hin. Wuhu! Warte mal, ist hier noch in den Bäumen irgendwas? Weil manchmal ist... Ja! Oh mein Gott! Also ich habe richtig gelaufen heute. Oha! Sehr, sehr nice. Yahoo! Waha! Yippie! War irgendwie klar, oder? Ja! Bitte, Kupio, sag mir, du machst denen genug Schaden. Bitte sag mir, dass es stimmt. Du machst gar keinen Schaden. Nein, 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 dann bin ich raus. Dann bin ich raus, Mann. Das mache ich nicht mit. Ich mochte diese Gegner noch nie. Auch schon nicht in 64, da mochte ich sie auch noch nicht. Ich bin denen immer ausgewichen. Die sind nervig. Störenfriede sind das, ja? Ah, ne, nicht da hinten drunter. Wir müssen hier nach links.
Ist nicht sogar schon direkt hier? Der Wald war eigentlich relativ kurz. Generell mag ich das eigentlich, wenn die Gebiete so kurz sind. Und schau mal, hier habe ich was verpasst. Ein Honigsirup. Ja, nice. Stellt 5 BP wieder her. Warum nicht? Kann man gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Na, das ist doch... Auf der Zeichnung sah er so intelligent aus mit einem Schnauzer. Und dann läuft uns dieser arme Trottel in die Arme. Ja, da, ihr hattet doch vorhin dieses Collier, oder? Wie bitte? Wer ist hier wem in die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Ich hab nichts gegen euch persönlich, versteht das nicht falsch. Aber dass ihr hinter den Sternen, mein Herr, seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Da muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mir diese Karte stoppen. Wie kommt es, dass ihr über die Karte und die Sterne willen Bescheid wisst? Ihr werdet doch nicht einfach die Prinzessin... Wer seid ihr überhaupt? Nun, wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, man kennt uns als... Schatten... Ladies. Schatten Ladies? Barbara, du dummes Stück, was schwabelst du da? Schatten Trio! Trio! Ladies, das klingt doch lächerlich! Wie oft euch das sagen, Mann? Ah, verzeih mir, Bruder, das ist mir so rausgerutscht. Rausgerutscht oder nicht? Dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Oh, Bruder. Aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also auf ihn, Roberta, Barbara. An diesem Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er noch lange denken. Na gut. Ja. Oha, jetzt. Okay. Es geht hier so von los. Pech für dich! Und als Gegner zu, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara, zeigen wir ihm, was eine Hake ist. Bin bereit. Verstanden, Brunhilde. Gott, was geht denn bei denen ab? Aber die sind interessant, ich mag die Characters hier. Scannen wir erstmal die vor uns, die Barbara. Oder im Englischen heißt sie, glaube ich, Vivian. Zack. Das ist Barbara. Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios. 10 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Sonst keine Besonderheiten. Aber hübsch ist sie schon, oder? Findest du eigentlich, dass sie hübscher ist als ich? Hä? Was? Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Ach komm, Mario kann doch genug Ladies haben. Was zum... Boah, Alter, sie schlägt Gumbrina einfach. Oh Gott. Und sie will eine Umarmung. Und sie verzaubert uns mit Eisattacken. Gar nicht gut. Okay, den Erdbeben sollen sie zu spüren bekommen. Ja! Oh, wie Mario sogar springt, wie cool. Auf alle 2 Schaden. Und, die Lampe ist von oben runtergefallen. Und jetzt ist sie paralysiert, wie geil. Okay, checken wir mal die Roberta ab. Also, nicht so, so meine ich das gar nicht. Aber. Das ist Roberta. Sie gehört zum Schattentrio und ist Brunhildas Schwester. 12 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Sie kann sich aufpumpen. Sie ist die Stärkste im Trio. Vielleicht solltest du sie als Erste fertig machen. Abgesehen davon hat sie anscheinend keine weiteren Besonderheiten. Okay. Ich glaube, ich mache einfach von vorne bis hinten alle fertig. Oh, obwohl plus 2? Sind nicht gecharged. Und ich habe minus 2. Das ist absolut gar nicht gut. Okay, scannen wir mal noch ganz kurz. Die Brunhilde. Oh, die Brunhilde. Bam. Ah ja, das ist Brunhilde. Sie ist die Älteste im gefürchteten Schattentrio. 9 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Eisersacken haben Stärke 2. Ihr Zauber vergrößert unsere Gegner oder lässt uns selbst schrumpfen. Ich finde besonders ihr verschlagenes Lachen abstoßend. Ja, jihihi. Mit so einer möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Ich dachte, du magst sie alle hier nicht. Aber okay. Benutzen wir mal das Maxi-Beben. Darauf habe ich jetzt Lust. Ja! Mini Mario, schaff das! Blab, blab, blab. 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 Blab, blab. Blab, blab. Und noch weiter! Oh, das war knapp. Oh, oh, es geht immer weiter. Oh, Alter. Oh. Und ich schaff's sogar. Oh mein Gott! Schaut euch den an! Bam! Boah, 6 Schaden auf alle!
Autsch, bist ja da stärker, als du aussiehst. Aber jetzt machen wir ernst. Roberta, gib's ihn. Ja. Barbara, gib dir gefälligst was mir müde, Versagerin. Was haben wir, Brunhilda? Oh, kann Bombenangriff machen. Oh, der Blitz. Oh, was passiert da? Oh, zum Glück geblockt. Das ist gar nicht gut, wie es hier verläuft. Aber okay, der Erdbeben sollte sie besiegen. Versuchen wir's. Jaho! Nein, gar keinen Schaden, weil ich so winzig klein bin. Die Kacke. Könnten sie schrumpfen lassen, aber ob sich das jetzt noch lohnt? Nutzen wir die Feuerblume. Das sind zwei von denen zumindest schon mal down. Ich finde das auch sehr cool, dass die Partner auch Items einsetzen können. Fällt mir sehr. Ja, so tut doch jemand was! Oh, oh, sie tut was. Ah, Mist, vor auf die Schnauze, Mann. Mama mia. So, der hau ich jetzt auch mal eben. Eine rein, ja! Oh nein! Boah, 30 XP. Oh yeah! Let's go! Hurry up already! Ha! Wir haben dich wohl doch etwas unterschätzt! Und was euch angeht, Roberta, Barbara, wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beiden Blindgänger euch eingeschränkt hättet! Macht euch auf eine zünftige Abreibung gefasst! Alle beide! Oh! Aber das könnt ihr! Lass es hier! Oh, das war mir traurig. Aber hey, wir haben es gefunden. Die Lieblingsheizkette von Erona. Und Erona werden wir dann nächste Folge helfen. Ah, oh, das kann ich ja. Wir sollen dieses Zimmer zurückbringen. Das sollten wir definitiv tun. Ja. Lass mal speichern. Ja, Mann. Was ist eure Meinung zum Schattentrio? Lasst es mich wissen. Ich find die lustig. Aber tun mir auch irgendwie leid.